Yo, servus liebe Leute und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren schnellen und super leichten Platin mit dem neuen Spiel von Eastasia Soft, Bower of the Fallen Bier. Ja, das Ganze gibt es seit heute im PSN Store zu kaufen. Allerdings muss ich schon vorab sagen, das Ding kostet hier 20 Euro. Dauert der Platin auch nur 10 Minuten, ist aber Cross bei PS4 und PS5. Das heißt, mir kommen beide Versionen. Trotzdem ist das Ganze noch recht teuer. Ich habe den Code von Eastasia Soft zugeschickt bekommen. Vielen lieben Dank an dieser Stelle, damit ich hier den Guide auch für euch machen kann. Ja, am besten wartet ihr, bis hier mal ein Sale kommt, bis das Ganze im Angebot ist. Weil 20 Euro ist schon recht hart. Für diejenigen, die es machen wollen oder demnächst irgendwann mal machen, gibt es jetzt, wie gesagt, hier von mir den Platin-Guide. Ja, das Ganze wieder textbasiert, ne? Visual Novel. So, zu Beginn gehen wir erstmal in die Settings. Gehen hier bei Speed, machen wir ganz hoch, und hier bei Skip Mode machen wir Everything. Da gehen wir raus und starten ein neues Spiel. So, zu Beginn wählen wir hier Option Nummer 1. 2, sorry. 2. So, wir müssen hier zum Skippen, müssen wir hier den Viereck-Button gedrückt lassen, liebe Leute. So, hier auch wieder Option Nummer 2 für die erste Trophäe. So, hier werden wir Option Nummer 4, Check out the Paddler. So, wir drücken Option-Button, machen einen manuellen Speicherstand. Und wählen hier Option Nummer 1. So, wir drücken wieder den Optionsbutton und laden den Speicherstand, den wir gerade gemacht haben. Und wählen Option Nummer 2 aus. So, hier Option Nummer 1, Look for some. Option Nummer 2, Got lost looking. Und erneut Option Nummer 2. Wieder Option Nummer 2, Can you help me? Option Nummer 1, Investigate the loan. Und dann hier Option Nummer 2, Ask about his goals here. So, Option Nummer 1. Wieder die Nummer 1. Und erneut die Nummer 1. Geht auch nichts anderes, ne? So, hier Option Nummer 2. Hier, no sir, please. Ja, Option Nummer 1. So, nächste Trophäe am Start. So, Option Nummer 1. Move forward. Wieder Move Forward. So, hier machen wir Search for Ulfric. So, hier Option Nummer 1, Get his attention. Use the stones, magic power. Option Nummer 2. So, nächste Trophäe am Start. Wir machen wieder einen Speicherstand in Slot Nummer 2, den ersten nicht überschreiben. Dann hier Search for Boris.
Hier, I believe in your doctor. Und wieder die Nummer 1, Find a Way. So, nächste Trophäe am Start. So, wir laden Speicherstand Nummer 2. Wieder die Nummer 1, Search for Boris. Jetzt hier die Nummer 2. Oh, I don't know. Wieder die Option Nummer 2, Find a Secret. Enter the opening alone. Und hier Option Nummer 2, Respect his wishes. Hier wieder Option Nummer 1. Wieder die Nummer 1. Wieder die Nummer 1, I work with Grifford oder wie er da heißt. So, nächste Trophy. So, hier, ja, gibt's nichts anderes. Ja, Explore. Hier, turn to the left. So, enter the door. Wieder enter the door. Turn to the left, Option Nummer 2. Back one room. Nächste Trophy hier am Start. Turn to the right. Open the door in front of me. So, hier Option Nummer 1. Und hier Option Nummer 2. So, I need to stop Ulfric, Option Nummer 1. So, wir machen wieder einen manuellen Speicherstand. Platz Nummer 2 könnt ihr überschreiben. Und wählen hier Option Nummer 3. Option Nummer 2. Attack him. Und wieder Option Nummer 2, Attack him. So, wir laden Speicherstand Nummer 2. So, try to talk with him. Hier wählen wir Option Nummer 3, wait for him. Option Nummer 2. Und hier Attack him. Da geht ja auch nichts anderes. So, nächste Trophy. Gold-Trophy. Also hier wählen wir Option Nummer 1. So, nächste Trophy. Und wir laden Speicherstand Nummer 1. So, Option Nummer 3. So, Option Nummer 1. Wieder die Nummer 1. Nochmal die Nummer 1. Wieder die 1. Also es kommt erstmal lang die Option Nummer 1. Ich sage euch dann Bescheid, wenn was anderes kommt. Ja, so lang einfach. Option Nummer 1 wählen. So, hier wählen wir Search for Boris. I believe in you.
Also es geht weiter. Mit der Nummer 1. So, und hier wählen wir jetzt Option Nummer 2. Find a way to escape with Boris. Und das sollte die letzte Trophäe auslösen. Und dann gibt's hier die Platin. Sofern wir alles richtig gemacht haben. Aber ich gehe natürlich mal stark davon aus. Wäre ja schlimm, wenn nicht. Da sind sie die 100% perfekt. Und hier ist die begehrte Platin Fury Master. Und damit war es das hier mit meinem Guide zu diesem Spiel hier. Wie gesagt, 20 Euro ist recht hart. Wartet auf den Sale. Nutzt dann, wenn es mal im Sale ist, gerne meinen Guide, um das Ganze hier doppelt zu platinieren. Denn wie gesagt, das Ganze ist hier Crossbuy. Und damit verabschiede ich mich. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, liken, kommentieren und wenn ihr das noch nicht getan habt, abonnieren, Glocke aktivieren, damit auch keines Videos mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und Servus.